Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Apex Legends. Heute mit dabei der Virus-Eber im Duo und wir landen beim Geysir. Auch hier reacte ich wieder auf mein gespieltes, finde gleich die lila Rüstung, sehr stark. Damit können wir gleich mal Action machen. Race hat auch gleich eine lila Rüstung gefunden. Bei lila Rüstungen am Anfang, glaube ich, besser kann der Start nicht laufen. Ihr müsst euch an mein Tempo anpassen, um es zum nächsten Ring zu schaffen. Und schauen wir doch mal, wie die Runde so ablaufen wird. Octane. Seit dem Jump Pad Update mit dem Doppelsprung. Sehr, sehr witzig geworden. Kann man einige schöne Plays mitmachen. Und schauen wir doch mal, dass wir den ersten Kampf jetzt holen, oder? Der Tür drin. Weiter hinter gelaufen. Lieber, dass er nicht hinter der Tür kämpft. Oben ist einer geflogen. Der ist nach hinten gegangen, ins andere Gebäude. Aber hier drin höre ich auch noch einen, den ich lieber erstmal konzentrieren würde. Und schneller Snack. Ich muss ein bisschen zugeben, der Bloodhound hat auch keine Rüstung, aber trotzdem. G7 auf Nahdistanz voller Rüstung. Hat er mich gut weggemacht mit der Flatline, aber ist zweit hier in dem Raum. Hier ist schwere Munition. Dann nehme ich natürlich lieber die Flatline mit. Das ist ein Alternator. Und dann schauen wir mal weiter. Medikit Drop, perfekt. Schön hochheilen und damit zwei lila Rüstungen in den nächsten Fight springen. Währenddessen im Geysir recht wenig los gewesen. Ist normalerweise eigentlich ein Landesspot. Mit zwei, drei Teams ist immer zu rechnen. Dass wir jetzt ein 1 gegen 1 hatten von den Teams her, ist schön gewesen für uns. Auch, dass die blaue Rüstung hier noch unangetastet liegt, hatten wir Glück. Dass wir den Bloodhound recht schnell abfangen konnten. Ah gut, es ist in jedem Spiel so. Du musst natürlich auch das Quäntchen Glück auf deiner Seite haben, dass du da eine gute Runde hinbekommst. Es hilft dir auch nichts, wenn du den ersten Kampf gewinnst, dich hochheilst und dann vom nächsten Team geholt wirst. Während wir hier ein bisschen gutes Movement von Octane sehen, wir versucht auf das Dach hochzukommen. Nein, so hoch hüpfst du nicht. Nee. Sortierfabrik, Action wie immer. Da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass immer Action ist. Müssten hinter dem großen Gebäude sein, in der Halle. Weiter hinter. Haben wir jetzt eigentlich keine Lust, wenn die Zone kommt, noch drauf zu pushen. Aber man kann sich ja mal anschauen, ne? Gehen wir hier rüber. Ich will eigentlich nur einen kurzen Blick wagen, ob Gegner auch in die Zone laufen schnell. Beim Jump Tower vor allem schauen. In die Halle kurz mal einen Blick reinwerfen. Aber ich sehe nichts. Hat da drüben einen Feind. Danes Jumpet ist auch so schnell wieder ready, das ist wirklich stark. Also, fällt mir richtig gut. Das Warten auf den Fight beginnt. Jetzt ist mir aber dann doch zu langweilig und ich stürze mich rein. Ist nicht, überhaupt nicht schlau, absolut nicht schlau. Mit der Zone auf den offenen Schienen. Aber ich wollte einfach den Überblick haben, wo denn die Teams herkommen. Die müssten ja eigentlich aus dieser Richtung kommen. Aber
Entweder außen rumgelaufen oder sind noch nicht auf dem Weg. Da hört man ihn. Ein Octane. Links um die Halle. Ja. In unmittelbarer Nähe. Hinter den Containern. Headshot 49, absoluter Luckshot. Gerade ein cooler Hit gewesen. Aber wir haben auch ein Jumphead. Und da unten sieht man ihn laufen. Lass die Jagd beginnen. Er läuft links rum. Alles klar, dann nehmen wir mal die Abkürzung hier hoch. Und müssten ihn eigentlich gleich sehen. Und ja, direkt unter uns. Und erwischt. Er hat ein goldes Knockdown-Schild gleich gehört. Okay, jetzt hat die mit ihm stehen bleiben, hat bloß was mit dem Nachladen zu tun, nicht irgendwie Disrespect oder sowas. Oder dass ich extra warte, bis er sich halb aufgehoben hat. Einfach nur mehr zum Nachladen. Vielen Dank. Ja, und dann wieder Start in die Runde. Bisschen Action gehabt. Aber vor allem würde ich mal sagen, eine schöne Jagd gehabt. Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. 11 Teams noch. Wir sind noch nicht mal beim ersten Ring. Also man sieht, manchmal muss man doch in belebteren Orten landen. Was ja normalerweise Geysir für mich auch ist. Mit 2-3 Teams. Aber du hast dann manchmal Runden, landest du an beliebten Spots und kein einziges Team ist bei dir. Manchmal landest du beim Aussichtspunkt oder in der Richtung, einfach mal wieder auf der Map mal andere Orte zu sehen. Und dann sind die überflutet mit Teams. Es ist halt auch wirklich dann immer random und das ist eigentlich das Schöne dran. Und bei Fragment West geht's hart ab. Da drüben ist jemand. Aber bis wir da reinstürmen, ist der Kampf eh schon vorbei. Außerdem wird von rechts von Fragment Ost auf den Lootbot geschossen. Mit dem Elektrogewehr. Aber für einen Kampf bin ich immer offen. Los geht's! Auch immer auf den Schienen hier reinzulaufen. Man hat gute Übersicht, man wird aber natürlich auch sofort gesehen. Naja. Aber Fragment Ost ist momentan relativ ruhig. Noch ein paar Schüsse von rechts, der Kampf im Haus. Am Zonenrand. Scheint ja keine Teams mehr zu sein, in der Zone drin, ja, habe ich gesehen. Ziemlich weit weg. Der wird geholt. Wir kriegen Ärger. Erster Schuss gut, danach habe ich den Controller leider verzogen. Das Problem am Controller, da kann man nicht so feinfühlig wie bei der Maus und Tastatur natürlich zielen. Beziehungsweise, es war schlecht, dass ich mit der Flatline so daneben geschossen habe. Aber wir haben noch die Race an unserer Seite. Ein neues Team, glaube ich. Ja, weil die Termit kam nicht von uns. Komm, wir leben wieder. Und schnell weg hier. Oh, das sind gute Hits. Das ist auch nur Glück, dass ich da entkomme bis jetzt. Komm. Felix-Kit. Sollte sich doch ausgehen. Ja. Ja. Naja. Nur Schildzellen und Munition. Das ist auch ein bisschen zu laut. Feind neutralisiert. Waren die von gerade eben, die uns gejagt haben und dann zu den Gejagten wurden. Unter uns im Haus ist die zweite Person. Und auch geholt. Ja, das ist auch wichtig, dass man, wenn man
ein Zweier-Team unterwegs ist, auch zu zweit angreift. Das hat der Bloodhound meiner Meinung nach zu aggressiv gespielt. Nehme an, er hat noch gedacht, dass ich mich vielleicht noch nicht geheilt habe, dass ich noch unter Schild bin. Vielleicht sogar noch gar nicht mehr Medikit geheilt. Und wollte einfach seine Chance nutzen. Kann ich verstehen, absolut. Problem war bloß, dass ich halt schon wieder extrem geheilt war und meine Race-Kompanien auch. Deswegen haben wir das bessere Ende gehabt. War definitiv so wie Bloodhound und die Lifeline hätte ich auch gespielt, nur noch besser abgesprungen. Deswegen Respekt und schauen wir mal, was noch so geht. 6 Teams nur noch, 2 Kills. Ich glaube, Race hat 2 oder 3 auch. Oh, wir sind schon ganz schön rumgekommen vom Geysir, Capital City, ehemals Capital City, zu... Wo laufen wir jetzt hin? Bohrstelle. Guckdepot. Sowas. Epizentrum haben wir kurz mal dabei reingeschaut. Eine der wenigen sein, die jetzt noch auf der westlichen Seite der Map sind. Nahe Schüsse. Oh, war das schlecht geschossen. Knapp links vorbei. Der Pathfinder kann einem leid tun. Im Kampf gebacksteppt von uns. Ja, und dann geben wir gleich die Post. Wenden der Antwort von den ganzen Teams. Auf dem Turm sitzen 2 und rechts bei den Kisten sitzen 1. Und einer pusht uns jetzt irgendwie. Woher der kommt. Der Krypto. Wollte ich nur kurz schauen, wo die Gegner sind, die mir das goldene Knockdown-Schild holen. Den Muni. Eigentlich nicht beschießen lassen, um zu schauen, wo die Gegner jetzt stehen. Ja, immer noch bei den Kisten. Lade meine Schilde. Weiß nicht, das mache ich auch recht gerne, dass ich so offensichtlich loote, um einfach die Spots von den Gegnern wieder rauszufinden, falls sie sich umpositioniert haben. Aber das kannst du natürlich bei der Kraber vergessen. Da geht es natürlich nicht auf. Wenn der Gegner relativ gut zielt, hast du den Kraber im Gesicht. Da werden wir komplett abgeaimt, müssen außenrum laufen. Mit dem Looten und dem Abschießen, das ist natürlich nur ein Witz gewesen. Das ist wahrscheinlich schlechte Angewohnheit. 30 Sekunden, bis der Ring sich schließt. Hier ist eine Spitze. Was? Einfach in der Hoffnung, ja, die merken jetzt schon nicht, dass ich loote. Und dann ja, kann ich schnell weiterziehen. Aber meistens wirst du dann doch beschossen. Gott sei Dank bloß 2, 3 Hits. Wenn sie sich dann pushen, sieht es blöd aus. Wenn sie dich nicht pushen, ja, dann kannst du dich schnell wieder hochheilen. Aber no risk, no fun. Da war ja nur der Zipline unterwegs. Noch 5 Teams. Flugdepot. Sind wir so offen für den Sniper, aber ich will auch erstmal treffen. Und einer auf den Lootboot geschossen. Getroffen. Aber auf dem Turm der Watson sehe ich jetzt keine Gegner um mich herum. In der Kopf natürlich noch, dass da ein Teammate noch war bei den Kisten. Auch noch irgendwie in die Zone kommen musste. Ob er vielleicht gepusht hat, während wir außen rumgelaufen sind, weiß ich nicht. Aber ein Care-Paket mit der Devotion drin? Da würde ich jetzt nicht zu Nein sagen. Deswegen riskieren wir es mal lieber. Peacekeeper. Eigentlich müsste ich ihn mal spielen, aber ich habe ihn schon früher nicht gespielt. Ich komme mit Shotguns nicht so zurecht in dem Spiel, bei Apex, also
ich sie lieber liegen. Hat drauf die G7 und meine Flatline. Warte mal, ich habe ja eine Sentinel. Da tut sich nichts. Wo sind die Gegner? Der Ring ist ziemlich nah. Longbow, wird das sein? Auf den Turm von der Lavakluft. 45 Sekunden, bis der Ring sich schließt, amigo. Und oben auf dem Dach ist einer. Ja. Wenn die erste Schüsse sitzen, gehört er mir. Da ich daneben geschossen habe. Schade. Wir sind in der Nähe des Rings. Die pusht auch nicht runter, hat natürlich die bessere Position. Wir sind jetzt natürlich echt blöd positioniert. Die hören uns natürlich unten laufen. Können sich dementsprechend positionieren. Während wir auch von den Turm besniped werden können oder von der Lavakluft. Also müssen wir eigentlich aufs Haus drauf oder ins Haus rein. Beim offenen Feld so rumzustehen, low ground, ziemlich beschissen. Vor allem, wir sehen halt nur dieses eine Team, wo über uns steht. Alle anderen sind so gut versteckt. Aber ich will das Team pushen. Ja. Eine gute Idee. Bei den Knockdown-Schild konnte ich nicht mehr benutzen. Die Race unten geblieben noch. Ja. Ich habe leider auf den falschen geaimt, der von mir weggerannt ist und nicht derjenige, der abgeaimt hat. Also habe ich auch die Schüsse nicht hundertprozentig getroffen. Die Race hätte ich trotzdem holen müssen. Jetzt schwer für die Race noch. Bei oben mich zu holen. Respawn kannst du eigentlich eh vergessen. Man hört sie auf jeden Fall oben rumlaufen. Müsste mal ein neues Team sein. Naja, blöd gelaufen am Ende, was riskiert, nicht dafür belohnt worden. Ich würde sagen, trotzdem eine gute Runde. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!